guten Abend, einen wunderschönen. Einen wunderschönen guten Abend. Meine Damen und Herren, was eine Hektik. Vielen Dank, dass Sie sich heute Abend hier haben einliefern lassen zu unserer kleinen vorweihnachtlichen Jahresabschlusstherapie. Na, wir blicken so ein bisschen nach vorne und ein bisschen zurück. Es war ein verrücktes Jahr, oder? Hä? 2007 schon. Ne? 007 war ein verrücktes. Dauernd musste man sich irgendwie entscheiden zwischen Pauli und Stoiber, zwischen Sport und Doping, zwischen Schäuble und Grundgesetz. Es ging hin, es ging her. Du bist überhaupt nicht mehr Nachkomme. Ne? Jetzt haben wir extra deswegen, das soll ich mir jetzt alles, weil man ein bisschen verlängert, in 75 Minuten packen. Das kann, ich könnte schon, was die letzten drei Tage los war, könnten wir schon wieder durcherzählen bis März. Ne? Mein, gut, wir müssen alle länger, ne? Wegen der Rente. Ja, also das haben wir auch erfahren dürfen. Mit 67 ist nicht. Das war für mich die Meldung des Jahres. Der große Wirtschaftsökonom vom IFO-Institut, Hans-Werner Sinn, hat uns wissen lassen, wir müssen bis mindestens 77, nur so ist die Grundsicherung im Alter gewährleistet. Laut aktueller Sterbetafel beträgt die statistische Lebenserwartung eines heute mit 40ers 75,9 Jahre. Das heißt, das ist, was die Wirtschaft will, dass wir über den Tod hinaus 15 Monate weiterarbeiten, damit wir dann von der Rente, die es nicht mehr gibt, auch nichts mehr haben. Na, also es ist schon so früh. Alles baller, baller, das mir rum. Aber wie gesagt, es ist nicht das Einzige. Wir haben viel zu tun heute Abend. Wir müssen die Weihnachtsfeier für die Anstalt vorbereiten. Ich muss meine Modelleisenbahn fertig aufbauen. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich mir das schenken könnte mit heute Abend, weil ich habe Lotto gespielt. Nicht da, als der Jackpot mit dem ganzen 45 Millionen. Aber da habe ich mir gesagt, was soll's, dann musst du investieren. Dann kommt die Steuer. Am Ende legst du den kargen Rest noch bei der Sachsen-LB an. Komm, vergiss es. Einer unserer Gäste heute Abend, Herr Malmsheimer, der macht es mit dem Lotto-Hype schon seit Jahren, der verweigert sich. Der macht es konsequent seit Jahren immer so, füllt mittwochs und samstags immer brav seinen Lottoschein aus, gibt ihn aber vorsätzlich nie ab und verfolgt dann immer abends die Ziehung am Fernsehen. Der sagt, es haut dir mehr Adrenalin ins Stammhirn als Freeclimbing auf 4000 Meter. Na, aber trotzdem. Aber trotzdem, der Jackpot ist in 45 Millionen Euro. Wenn man sich das mal auf der Zunge, 45 Millionen Euro, wenn man sich das auf der Zunge mal zergehen lässt. 45 Millionen, das ist doch das Spitzengehalt. Das ist in ungefähr das, was ein deutscher Spitzenmanager in einem Jahr verdient. Och, na bitte, jetzt machen Sie nicht auch noch das Fass auf da mit der Neiddebatte. Und das ist keine Neiddebatte. Helfen Sie mir lieber mal ein bisschen, dass wir da weiterkommen. Geben Sie mir aus dem Schächtelchen da hinten mal die Autos. Sind so gut, ich muss nämlich meinen Reisezug nach Mailand bestücken. Das sind ja nur Porsche. Ja. Ist ja alles Porsche. Ja, der Aufschwung ist bei den Menschen angekommen. Ja, also beim Porsche-Chef mit Sicherheit, nicht? Der hat ja dieses Jahr 60 Millionen gemacht. Was, Autos? So viel? Euro. Das macht bei der 40-Stunden-Woche einen Stundenlohn von 25.000 Euro übrigens. Nein, nein, da kommt er nicht drauf. Das Gott, der buckelt ja viel mehr. Der haut ja 80 Stunden die Woche runter. Aber locker, so viel hat er doch gar nicht. Ja gut, dann sind es immer noch 12.500. Ja, das ist ja praktisch nichts, wenn man bedenkt, was allein so ein neuer Cayenne kostet. Ja, da muss er praktisch den ganzen Tag für arbeiten. Ja. Naja, Er kriegt ja Firmenrabatt. 12.500 Euro. Das ist bei einem Mindestlöhner von 57, der müsste ein Dreivierteljahr dafür arbeiten. Nein, muss er nicht, weil der Mindestlohn kommt ja nicht flächendeckend. Ja, aber wenn es ihn gäbe. Dann ging die Rechnung auch nicht auf, weil dann hätte er keine Arbeit. Ne, man muss sich ja heute entscheiden, hat Michel Gloos gesagt. Mindestlohn oder Arbeit, beides zusammen geht nicht. Na, und das erfüllt unsere Kanzlerin ja auch so mit Sorge. Und da muss ich sagen, das fand ich einen feinen Zug von Frau Dr. Merkel. Was? Ein feiner Zug? Sagen Sie mal, wie reden Sie denn plötzlich über die Dings? Geben Sie mir mal das Tütchen dahin gerade. Sagen Sie, wie reden Sie denn von der Kanzlerin? Was ist denn los? Das Gras. Ach, um Gottes Willen. Jetzt begreife ich, ein Tütchen Gras. Sie versuchen sich das hier alles schön zu reden bei uns. Quatsch! Ich brauche das Gras für hier. Ach so, ja, das da. Ich muss die Alm einsäen, das wird der Alterssitz für Edmund. Ach,
Sehr witzig. Frau Dr. Merkel hat die Gerechtigkeitslücke entdeckt, die sie schließen möchte. Sie hat gesagt, wenn ein Unternehmen wünscht, Mindestlohn bezahlen zu dürfen, wird die Regierung überlegen, das zu prüfen. Aha. Das heißt, dass moralisch gefestigte Zeitarbeitsfirmen demnächst auf Knien rutschend zur Kanzlerin wandern, um sie zu fragen oder von sie anzuflehen, ob sie vielleicht nicht mehr länger in Zukunft Dumpinglöhne zahlen müssen. Ja. Und an sowas glauben Sie? Ja, mit genügend Gras glaube ich alles. Tolle Sache. Ich weiß ja nicht, also, das kann doch nicht sein, hören Sie mal, jetzt machen Sie mal einen Punkt. Das sagt die doch nur, weil Landtagswahlen sind. Ja, ja, das glaube ich, ich glaube das. Nein, sie hat ihr soziales Gewissen wiederentdeckt. Sie war richtig erbost. Ich dachte, das kann ja wohl nicht sein, dass Versager auch noch mit Geld zugeschüttet werden. Mit solchen Leuten will Frau Dr. Merkel nichts zu tun haben. Ah, das ist ja prima. Dann hat sie also Jürgen Schremp und Heinrich von Pira aus ihrem Beraterstab rausgeworfen. Naja, jetzt nicht direkt. Aha. Ja, und sonst irgendwas Konkretes? Ja, na ja, also doch schon. Ja, was jetzt? Ist irgendwas passiert? Ist irgendwas was Handhabbares passiert? Nein, nein. Frau Dr. Merkel hofft, dass die Manager zu Einsicht und Selbstreinigung finden. Selbstreinigung. So viel Gras könnte ich gar nicht rauchen. Ich habe, dass wir aus einer meiner Körper ein solcher Satz ins Freie schwimmen würde. Ja, jetzt fällt mir aber auch mal. Jetzt warte Sie mal. Das ist doch Blödsinn. Sie sind, nein. Moment mal jetzt. Sie bringen mich dauernd vom Thema ab. Ich bastel und bastel mir hier einen Wolf. Was ist denn eigentlich Ihr Beitrag zur Weihnachtsfeier? Ja, hier. Ja, können Sie mal sehen. Ich habe mich wegen meiner beeinträchtigten Motorik entschieden, dass ich Gewürzbilder mache zur Weihnachtsfeier. Ich möchte eine Serie von Gewürzbildern machen. Ich habe schon mal angefangen. Ich möchte die großen deutschen Fernsehdokumentationen der letzten Jahre möchte ich darstellen. Das habe ich schon fertig hier. Veronika Ferres, mit der bin ich fertig. Das ist der blonde Engel vom Checkpoint Charlie. Ja. Und jetzt mache ich gerade die Furtwängler. Eine Furtwängler-Allegorie. Bambi auf der Flucht. Das mache ich in Zimt. Will ich ganz in Zimt halten und dann eben noch Dresden und die Flut. Oh, nee, komm, hören Sie mal auf mit diesen ganzen Schmonzetten. Ist doch immer das Gleiche. Irgendein Drama, dann muss noch eine Liebesgeschichte dazu gebastelt werden, oder? Demnächst werden Sie wahrscheinlich das Zugunglück von Eschede auch noch verfilmen, wo der Triebkopfführer des ICE mit der mobilen Brezelverkäuferin über wimmernde Leichenteile zueinander stolpern, um anschließend gemeinsam eine Sauerteigmanufaktur im Weserbergland zu eröffnen. Na, ja, das wäre, sagen wir mal, als Gewürzbild wäre das eine Herausforderung. Ach, hör mir doch auf. Komm, Quatsch. Guten Abend. Oh, ja. Können wir irgendwie helfen? Hier, wegen Probe. Wegen Probe? Ja, der ja, Herr... Wie? Herr Pirol hat uns gebucht. Toll. Die Band Zärtlichkeiten mit Freunden für die Weihnachtsfeier. Kapelle. Zärtlichkeiten mit Freunden? Ja. Ja. Nein, das ist eine andere Abteilung. Zärtlichkeiten mit Freunden, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt kommen Sie mal mit. Ich zeige Ihnen schon mal. Sie sind ja jetzt noch gar nicht dran. Sie kommen erst kurz vor 11:30. Jetzt gehen Sie mal mit. Ich zeige Ihnen mal die Kantine. Da können Sie sich dann mal in Ruhe schon einmal ein bisschen einsingen. Zärtlichkeiten mit Freunden. Raunzen Sie doch unsere Neueinweisungen nicht immer so an, Mensch. Ah, Zärtlichkeiten mit Freunden. Wo sind wir denn hier? Die Affenzwerg ist für uns. Herr Hildebrand, ja, das ist aber eine Freude. Ja. Wir sind ja immer noch populär. Immer noch so populär, altes Haus. Tolle Sache. Ja, ja. Also muss ich ehrlich sagen, wir haben ja hier... Was? Hier kommen Leute zur Tür rein, da ist man richtig froh, dass Sie kommen. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe auch schon gedacht, Sie kommen überhaupt nicht mehr. Also, Herbert Wehner hat immer gesagt, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. Ja. Herbert Wehner, nicht? Da wird man wehmütig. Wenn man denkt, Herbert Wehner, wer ist nachgekommen? Nicht? Welche armseligen Kreaturen sind in unserem Parlament nach Wehner gekommen? Und Sie machen immer weiter und weiter und weiter. Wie halten Sie das aus mit solchen Leuten? Ja, schwer, schwer. Wissen Sie, das Normale wird immer... Also das Draußen wird immer normaler, verstehen Sie? Grässlich. Es sehe ich nicht ein und ich kann das auch nicht aushalten. Verstehe ich. Stellen Sie mal vor, so, der Satz des Jahres, wissen Sie, wer den gesagt hat in diesem Jahr? Nein. Unsere Bundeskanzlerin. Ui. Auf die Frage, werden Sie wieder Physikerin,
Wenn sie nicht mehr Kanzlerin sind, hat sie geantwortet, wer 16 Jahre in der Politik war, ist für andere Berufe nicht mehr zu gebrauchen. Ja, klar. Aber, also, aber das heißt ja nun, das heißt dann, das würde, wenn ich es richtig verstehe, heißt das, wenn wir noch dreimal wählen gegangen sind, dann ist sie hier drin. Ach so, ja. Könnte sein. Und trifft hier meinen neuen bayerischen Ministerpräsidenten Beckstein. Oh nein, das ist ein Gedanke, an den man sich gewöhnen muss, nicht? Sie entschuldigen mich kurz. Ja, also Sie müssen sich dran gewöhnen, aber es ist ja mein Beckstein bayerischer Ministerpräsident. Mein. Beckstein würde ich nicht. Der ist, nach seiner Intronisation, die er selbst betrieben hat, ist er tatsächlich am nächsten Tag, hat er angefangen zu regieren und hat sofort am nächsten Tag seine Schritte gelenkt und zwar sofort in die falsche Richtung. Er, der fränkische Protestant, ist am nächsten Tag nicht nach Wittenberg gefahren, zum Vatikan der Protestanten. Nein, Beckstein, der Protestant Beckstein, fuhr zum Papst nach Rom und kam zurück. Und am nächsten Tag war er ganz begeistert. Hat er selber gesagt. Er war ganz begeistert, hingerissen von der Macht und der Pracht des regierenden Katholizismus. So fing es bei allen Konvertiten an. Ja, stellen Sie mal vor, er fährt als Evangele nach Rom und kommt als Katholik zurück. Das war der Beckstein. Ein anderer fuhr als Katholik nach Rom und kam als Protestant zurück. Das war der Luther. Ja, der Luther hat die Bibel übersetzt. Beckstein übersetzt Stoiber. Ja. Bei seiner Regierungserklärung hat er sich doch tatsächlich im Beisein seines Vorgängers tatsächlich und also brav und gehorsam unter dem Unterhaltungsniveau seines Vorgängers, also des durch die Demokratie leicht behinderten Monarchen Stoiber, tatsächlich, aber im gleichen Schritt, noch unterschritten wurde das Niveau dann darauf durch die Antrittsrede von Erwin Huber. Erwin Huber, das intellektuelle Zentrum Bayerns. Das ist ein Redner. Oh, der könnte auch als Anästhetikum verwendet werden. Ja. Nach einer Stunde. Nach einer Stunde können seine Zuhörer schmerzlos operiert werden. Ich kann sagen. Und in diese Phase der geräuschlosen, sagen wir mal, Tätigkeitsarmut der großen Parteien hat jetzt die FDP die Nase und sie hat jetzt in die Lücke hinein ihre Revolution. Sie will jetzt nach vorne, sie will an die Regierung, hat sie gesagt. Und Westerwelle, der unabänderbare, also der unverhinderbare Guido Westerwelle mit seiner Westerwellenbewegung, der geht wieder los, stellen Sie sich vor. Er hat auch gesagt, die FDP hat gesagt, wir sehen wieder Licht am Ende des Tunnels. Er, Westerwelle, der Erste war, der den alten Linksruckknochen wieder ausgebuddelt hat. Er hat tatsächlich einen Alarmruf ausgestoßen. Ich bin erschrocken. Er hat gesagt, die Freiheit ist in Gefahr. Hier steht die Freiheitsstatue dieser Republik. Also wenn die Statue nach New York, da würde kein Schiff vorbeifahren. Ich habe aber trotzdem Angst gekriegt, weil er gesagt hat, die Freiheit ist in Gefahr. Warum, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen. Ganz einfach, eine neue Linkspartei hat sich gegründet in Deutschland, das war der Grund. Und ein paar Restsozialisten aus dem Background von Mainz, die ein Mindestargwohn entwickelt haben, das ist der Grund, weswegen. Und er selbst wird ja wahrscheinlich Außenminister 2009. Westerwelle will Außenminister. Ich habe das schon mal erfahren, da war ich gerade auf der Autobahn, da hat er gesagt, er will Außenminister werden. Vor 2 Jahren war ich gerade auf der Autobahn, weil da fällt es schwer, die Spur zu halten, kann ich Ihnen sagen. Jetzt wird der Außenminister und dann wird man entdecken, Westerwelle ist nicht das Licht am Ende des Tunnels. Westerwelle ist der Tunnel.
Da wird es plötzlich duster im Denkbereich. Weil er ist ja nicht allein. Ihn umschwirren Schlimmere. Sein Generalsekretär Niebel. Und da fragt man sich sofort, was hat der Mann für das I in seinem Namen bezahlt? Wenn Niebel nebelt, sehnt man sich nach Söder. Und das will was heißen. Der Niebel hat ebenfalls einen Alarmruf ausgestoßen. Er hat gesagt, in diese Düsternis, in diese gesellschaftliche Düsternis, er meint damit auch die Linke, da werden wir, gegen die werden wir mit der Freiheit, mit der Fackel der Freiheit stehen. Hat er gesagt, mit der Fackel der Freiheit. Und er hat gesagt, Niebel, dir würde ich nie eine Fackel in die Hand drücken, die quatschst du duster, mein Lieber. Aber stellen Sie mal vor, ich, armer Wähler, stehe im Tunnel, es ist finster und ich sehe ein Licht und erkenne dann, es ist der Westerwelle und der Nebel mit der Fackel der Freiheit. Da hole ich doch meine Taschenlampe und versuche den Weg zum Sozialstaat zurückzufinden. Ich bin immer froh, dass ich in Bayern leben darf, weil da spielt die Freiheit nicht so eine Riesenrolle. Kein Schwander. Erst aufwendig einladen und nicht begrüßen. Das ist eine Stilfrage, ne? Hallo? Hallo? Ja, ich hatte geklingelt. Ja, ich komm ja schon. Ja, ich hatte geklingelt. Ich habe auf diese Klingel gedrückt. Oh. Guten Tag. Oh, Frau Stratmann. Schon Namen, da. Herr. Das ist aber... So, Sie sind ja heute unsere Fachreferentin für Hypochondrie. Ganz genau. Das ist richtig. Herr. Wollen Sie gleich anfangen? Oder? Nein, nee, ich bin bereit. Alles klar. Habe auch alles dabei. Ich würde ganz gerne erstmal das Zimmer sehen, mich ein bisschen bitte, frisch machen. Kommen Sie doch dann können wir gleich auch loslegen. Ich zeige Ihnen das sofort. Ja? Da können Sie schön alles auf Ihren klar. Vortrag ganz vorbereiten. Das ist schön. Nein, ich gehe aber nicht in den Lift. Das mache ich auf gar keinen Fall. Sie müssen sich jetzt nicht auf das geben, was draußen so über mich geredet wird, dass ich mich in meinem Ding da ein bisschen. Nein, das ist überhaupt nicht. Herr Pohl, mein Lift ist auch Ihr Lift. Das ist sehr freundlich. Das ist ganz freundlich. Ich möchte. Da hat doch bestimmt noch keiner mal eine Feinstaubmessung gemacht. Das ist mein Problem mit diesem Lift. Verstehen Sie? Ich gehe jetzt erstmal ins Treppenhaus. Bitte? Mach mich frisch und dann schauen wir gleich mal weiter. Ja, erster Stock, Zimmer 12. Zimmer 12, alles klar. Da meint man es einmal gut, ist auch wieder nichts. Aber das ist ja ganz schlimm, ne, wenn Hypochonder krank werden. Sonst, Hypochonder sind ansonsten sehr beliebt bei jeder Regierung, weil die beschäftigen sich immer nur mit sich selbst. Und das ist ja, was der Staat vom Volk will, dass es sich mit sich selbst beschäftigt. Weil wenn es mal Pause hätte, könnte es mal nachdenken. Und das will ja keiner. Also tun Sie immer alles, dass wir beschäftigt sind. Das ist die einzige Beschäftigungspolitik der Regierung, die wirklich funktioniert. Ne, dauernd müssen wir was machen. Heften, Lochen, Tackern, ne, Steuererklärung, Stromanbieter wechseln, Mobilfunktarife vergleichen. Welcher Handytarif passt zu mir? Bis du das rausgefunden hast, hast du ein paar schöne Monate zu tun. Ne, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen, bei mir ist so, je mehr von diesen komischen Super-Flat-Scheißdreck-Dingen ich abschließe, desto mehr zahle ich am Monatsende. Ich meine, ich verstehe es ja irgendwo noch, weil die brauchen halt alle Geld. Ne? Die Telekom sowieso. Weil, wenn da rauskommt, was die in den letzten 16 Jahren ihren Radfahrern nicht nur an Spritzen, sondern sonst noch dahin hinein geschoben. Gut, jetzt sind sie ja raus aus dem Spritzensport, haben seit diesem Jahr gesagt, mir nicht mehr, Sponsor nicht mehr. Ich fand's mutig, dass Sie überhaupt noch mal mitgemacht haben bei der größten Apothekenrundfahrt der Welt. Na, aber das war die Buchhaltung. Die hat gesagt, wir haben bald Inventur und noch so viele Ampullen. Das Zeug muss weg. Na, schlimm, wie 2007 der Sport in Verruf geraten ist. Bei den Tennisspielerinnen wird gekokst. Ja, und da geht's wieder ganz dicht an die Grundlinie. Martina Hingis war kein... Martina Hingis war kein Einzelfall. Deshalb nennt man ja auch Tennis immer gern den weißen Sport. Ne, in Moskau wollten sie beim Davis Cup angeblich unseren Tommy Haas vergiften.
dass er sein Match verliert. Das ist doch Blödsinn. Na, damit Tommy Haase Match verliert, muss man doch nicht vergiften. Na, aber ich war ja noch bei den Ängsten, die auch sein müssen, damit wir beschäftigt sind. Und da gab es, was da immer geht, ist Gesundheit. Und da gab es jahrelang diese wunderschöne Entente cordiale zwischen den Pharmaverbänden und der jeweiligen Regierung. Na, immer so, wenn die Erkältungssaison losgegangen ist, so Ende September, kam irgendeine schlaue Pharmalobby, die haben das vorher untereinander schön ausgeschnapst. So, wir hätten da ein neues Medikament entwickelt. So in 3-4 Wochen verraten wir euch dann, wie die passende Krankheit dazu heißt. Und dann kamen gleich schlaue Vertreter und Nasenexperten von der Regierung, haben gesagt, ja, sie haben in diesem Winter droht eine ganz gefährliche Abart der südchinesischen Luftballongrippe. Aber sie, die Regierung, ist schon mit allen Pharmavertretern im Verbund gemeinsam für die Bevölkerung genügend Impfstoff zur Verfügung. Hat immer funktioniert. BSE, Ebola, SARS, Vogelgrippe, Tamiflu, Over the Cuckoo's Nest. Nicht nur jetzt. Nur jetzt hast du gemerkt, durch die Klimaverschiebung in der letzten, als das losging, 06, 007, da war nichts. Zum Glück sind sie draufgekommen, der März bei uns war so heiß und der April war so trocken. Zecken haben sie gewarnt. Zecken, groß wie Elefanten. Hätten ja im Sommer auf uns losrüsseln sollen, wenn wir uns nicht die achtfache Dose, dann patsch. Jetzt sind aber die ganzen Zecken in unserem beschissenen Sommer ersoffen. War es wieder nix mit der Rendite. Ne? Zum Glück haben ein paar Schlaue gemerkt, also, guck mal, da haben wir ja noch 6 tiefgefrorene Schwäne im Labor. Bring die mal nach Nürnberg. Ne? Weil wenn gar nichts mehr geht, geht die Vogelgrippe. Falls das Volk nicht gerade damit beschäftigt ist, wieder die neue Superflat zu vergleichen oder sich bei der mitternächtlichen Eröffnung eines neuen Superschnäppchen-Mediamarkts die Fresse blutig schlagen lässt, um einen noch günstigeren iPhone-Player mit noch integrierterem Mikrowellengerät erstehen zu können, um hinterher zahnlos zu nuscheln. Ich bin doch nicht blöd! Und wenn gar nichts mehr geht mit der Angst, dann kommt der Terror. Und da hat unser bayerischer Ministerpräsident Beckstein auch gewarnt, der Günther, hat gesagt, wie sicher sind, gerade jetzt, wo es auf Weihnachten geht, wie sicher sind unsere Weihnachtsmärkte? Droht ein Anschlag? Das ist nun wirklich Blödsinn, wenn du einmal über so ein Ding gelatscht bist. Diese Hektik dort, der Zimtgestank, die Musik. Dann weißt du, der Weihnachtsmarkt selbst ist der Terror. Na, aber man muss aufpassen, vor Weihnachtszeit aufpassen. Ich habe das gelesen, gerade so, wenn die Tradition mit dem Plätzchen backen. Wenn Ameisen Backpulver fressen, explodieren sie. Das stimmt das? Ja. Das habe ich auch nicht gewusst. Das ist ja interessant. Aber was Sie da erzählen, dass man vor jedem Scheißdreck Angst haben muss, das, also wenn Sie noch nie recht gehabt haben, das stimmt, Herr Briol. Wir haben auch praktisch am Stammtisch gar kein anderes Thema mehr, nur noch wovor haben wir heute wieder Angst. Nicht? Das versaut ja irgendwann der ganze Schopper. Wenn du am Stammtisch sitzt, da hast du nichts wie Araber, Amis, nicht? Terror. Und wenn dich der Islamist nicht verwischt, dann verwischt dich das Klima. Ja, ja, ja. Das ist doch, hören Sie doch. Klimakatastrophe, das war ja unser Wort des Jahres. Das war der deutsche Beitrag zum Klimaschutz. Aber da bringen Sie mich gerade auf was. Ich muss mal schnell dann rüber. Ich muss noch ein paar Bäume entwurzeln. Sie haben eine Eisenbahn, gell? Ja. Ja, schön. Was das war Kyrill. Was? Wer ist denn das jetzt? Der Wind. Ja. Also jetzt nur mal ein bisschen Klima, weil wir da gerade dabei waren. Also wir haben ja am Stammtisch haben wir letzte Woche 5 Minuten das Licht ausgemacht wegen dem Klima. Ja, da war Bali aber schwer beeindruckt, ja. Oder? Naja, wie man es nimmt, schon bald im Dunkeln meinen Job umgeschmissen. Ja. Na, aber wir haben wenigstens 5 Minuten lang keine Musik gehabt. Ne? Und das Weltklima so auch gleich noch mitgerettet, ne? Praktisch. Ja, na, ich glaube, da braucht es ein bisschen mehr. Aber sieh, jetzt, wenn wir dabei sind, ne? Sie haben doch auch Ahnung. Jetzt erzähle ich Ihnen mal was. Lass es mal auf. Wir haben bei uns am Stammtisch, ne, da haben wir einen Studierten. Was? Also einen Lehrer, ne, aber studiert halt. Ne. Und der hat das erzählt. Wissen Sie, warum die Amerikaner keine Angst haben vor der Erwärmung? Bitte? Das hat uns der Studierte, der hat, die Amis haben das ausgerechnet. Wenn auf der anderen Seite von der Erde ein paar Atombomben explodieren, dann gibt es so viel Dreck, dass die Sonne dunkel wird und dann geht die Temperatur 4 Grad runter.
Ja, Moment mal, aber seit dem Jahr hat ja der Nordkoreaner... Pakistaner. Und Inde. Ist Ihnen das noch nicht aufgefallen, dass die Amis gerade denen zwar die Atombombe gelassen haben? Ach so, das ist es. Und wenn sie die jetzt aufeinander... losgehen, ja, dann sinkt weltweit die Temperatur und der Ami kann weiter Auto fahren. So ist es. Clever gedacht. Ja. Da hilft im Prinzip hilft nur noch beten, verstehst du? Aber jetzt warte mal. Hören Sie mal, jetzt ernst doch mal da mit auf, spielen Sie noch was vor, weil wir gerade beim Beten sind. Dann, kennen Sie den Dalai Lama? Den Comedian aus Tibet? Der ist doch auch von da hinten. Ja, nein, nicht ganz. Ja, aber sagen wir mal die Richtung. Und der soll doch so gescheit sein. Erleuchtet. Ja, also im Kopf, oder? Ja. Ja, also, so. Und der zählt Roland Koch zu seinen drei besten Freunden. Und gerade deswegen frage ich. So, jetzt passen Sie mal auf. Jetzt, da stimmt doch was nicht. Da passt doch was nicht zusammen. Entweder ist einer gescheit oder er hat einen wie der Koch zum Freund. Aber beides miteinander geht doch nicht. Was? Nein, das ist das Gott, so, das ist so, das wieder schöner. Was zählt und bleibt, sind seine Weisheiten. Die vom Koch? Nein, die vom Dalai. Ältere Hemden sehen wieder aus wie neu, wenn man noch ältere daneben legt. Wahrscheinlich hat er mit nassen Fingern in der Trafo gelangt, oder? Na, aber jetzt mal, weil wir gerade dabei sind, nicht? Der Koch, der hat doch auch einen Tupo, oder? Nicht? Also jetzt mal, wenn man den jetzt so erlebt, der hat jetzt Wale und hat die Hose gestrichen voll. Nicht? Der weiß noch, der Koch ist, der weiß genau, freiwillig wählen kann. Nicht? Und jetzt braucht er eine Katastrophe, die noch größer ist wie er. Das sind die Leute wählen. Und jetzt läuft er rum und sucht. Weil die Nummer mit den Ausländern, die kann er nicht mehr machen, die hat er schon gehabt. Und gestern habt ihr das mitgekriegt. Gestern hat er ernsthaft erzählt, also Schulmädchen, die einen Sack über dem Kopf haben, die dürfen nicht in die Schule. Der hat doch einen Schatten. Verstehst du, das gibt's doch dort, die... dass die da von Afghanistan bei uns in die Schule gehen und kriegen von den Eltern einen Sack über den Kopf. Das gibt's doch gar nicht. Und da sagt er, das geht er verbieten. Ah, da hast du befürchtet, da habt ihr noch... Ne, das hat er, und dann als natürlich mit dem Ding, rote Flut, rote Bandite, das ist auch ein ganz, das Leben so passen. Flut, verstehst du, da kennt ihr. Aber vor der Linke, da hat doch gar keiner mehr Angst. Ne, da hätten wir die Kommunisten. Ne, wenn Linke heute sagen täte, alle paar Wochen gehört ein Manager an die Wand gestellt. Da gibt es noch 2% dazu. Das, wobei ich jetzt zum Beispiel, jetzt mal von mir ausgesprochen, ich stehe die gar nicht an die Wand stellen. Ich stehe keinen Manager über den Haufen schießen. Das kenne ich gar nicht. Ich stehe jetzt sagen, Halbjahr Arbeitslage. Ja, Förderung der unternehmerischen Selbstreinigung. Freitags abends mit dem Kopf zuerst in die Badwanne, wie beim Ami. Das machen sie wie die Spuren, wenn sie aus dem Wasser wieder rauskommen. Verstehst du? Ja, ich habe doch der Ami sowieso als Vorbild. Da können Sie auch mal gucken, wie es ist. Ja, und das, dass die einen Arsch voll Geld verdienen, das ist doch auch nichts Neues. Ihr lieben Leute, muss man doch nicht so machen. Die haben doch schon ewig Pulver verdient, dass der schlecht wird. Der Unterschied zu früher ist doch nur, früher haben sie alles noch was übrig gelassen, dass die kleinen Leute voll leben konnten. Das ist der Unterschied. Aber das hat's. Wir haben früher immer gesagt, das ist der Widerspruch von Kapital und Arbeit. So haben wir das früher. Dann hat der Müntefering erst mal gesagt, dass dieser Widerspruch von Kapitalarbeit, den gibt es nicht mehr. Da habe ich mich gleich gewundert, wo der auf einmal so schnell hin ist. Ja, und vielleicht war er gar nicht fort. Verstehst du? Und trotzdem finde ich es schade, dass der Müntefering fort ist. Nicht, weil so einen wie den kriegen wir nicht mehr. Einer wie der Müntefering, verstehst du, das, so Leute sterben aus. Sozialdemokraten von früher sind das. Und da kannst du doch nicht, jetzt hat wie der Müntefering fortgegangen ist, da haben sie den Kurt Beck gefragt, ob das die SPD schwächt, und hat der Depp gesagt im Gegenteil. Das kannst du doch nicht machen, das ist doch ohne Genosse keine Solidarität. Wie kann ein sowas sagen im Gegenteil? Natürlich ist das schlimm, wenn der fort ist. Warum geben sie es dann nicht zu?
Immer müssen sich aufpumpen, verstehst du? Ach, wenn nichts aufzupumpen ist, alles pumpen sie sich den ganzen Tag auf. Und dann wundern sie sich irgendwann, wenn sie von den eigenen Leuten nicht mehr gewählt werden. Nicht? Und dann, wo möchte ich, packt es den Koch noch einmal. Weil, und zur Not mit dem Klima. Dann kommt, alle 14, dann kommt 14 Tage lang Regen vor der nächsten Wahl, da steht Wasser in Frankfurt bis oben hier am Eisernen Steg, dann nimmt der Gummistiebel und möchte auch noch Katastrophe helfen. Aber so hoch kann mir das Wasser gar nicht stehen, dass ich den wähle. Das sag, bevor ich bei dem das Kreuz mache, gebe ich den Griffel lieber ab. Das sag ich euch. Was wir. Ich bin immer noch ein bisschen beim Dalai, der war ja viel präsent. Was mir am besten gefallen hat, war, wie er unsere Kanzlerin in seinen Schal eingewickelt hat. Und da hat er ja auch wieder eine Weisheit aufs Auge gedrückt. Fordere das Unmögliche und komme so an dein eigentliches Ziel. Falsch, Herr Briol, das stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr. Das hat nicht der Dalai Lama gesagt, das war unser Innenminister, Herr Schäuble. Ah, ja, das ist von Florian dem. Schröder, der Richtig. Junge Mann, ja. Der sich für Wolfgang Schäuble hält. Ja, unter anderem, aber nicht nur. Ja, ich weiß, andere. Wir haben es in der Akte drin, multiple Persönlichkeiten. Richtig. Von wem sind Sie sonst noch befallen? Alles, Merkel, Oettinger, Pofalla, also es ist klar. Im Grunde alles. Wenn Sie sich irgendwann mal diesen ewigen Grantler mit der Hand drauf geschafft haben und mich vielleicht auch noch, dann machen wir hier einen schönen Gesprächskreis. Oh ja, wissen Sie, wen ich dann einlade? Dann lade ich noch Herrn Riechling ein. Stopp, aus jetzt! Ja, aus jetzt! Schluss! Pinscht mich Schluss noch. Jetzt! Schluss! Sie sind wegen Schäuble hier, Ach so, wegen ja, Ihrer jetzt. Zwangsneurose. Stimmt, ja, das ist das größte Problem. Ja, das ist gar kein Problem, das haben wir. Das kriegen wir schön in Was den Griff. Was können wir da tun? Dann machen wir jetzt eine kleine Konfrontationstherapie. Bitte? So. Damit. Sie müssen sich ihm stellen. Was? Also, setzen. Na gut. Sie sind Schäuble. Also zunächst einmal. Mein Name ist Wolfgang Schäuble. Ich bin seit 25 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestags. Mit anderen Worten, Gefangener der BRD. Ich bin für Online-Durchsuchungen, das ist richtig. Ich bin für Gebärmutterdurchsuchungen von Schwangeren. Das ist klar, das muss sein, im internationalen Kampf gegen die Demokratie haben wir keine andere Wahl. Wir müssen wissen, was da drin vor sich geht. Ja. Schauen Sie, ist eine schwanger, da weiß man nicht, das Leben kommt aus einer Zelle, heißt schon im Volksmund. Da frage ich Sie, woher wissen wir denn, dass das keine Terrorzelle ist? Entschuldigung, aber der heißt immer wieder, der Schäuble will das Grundgesetz abschaffen, der Schäuble will die ganze Demokratie abschaffen. Da sage ich, das ist Quatsch. Ich möchte die Demokratie nicht abschaffen, nur ihre Gesetze. Jetzt schauen Sie sich doch mal so ein Grundgesetz an. Ja, stehen ja gute Sachen drin. Recht auf Leben, Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, alles gute Ideen, aber doch noch lang kein Grund, da gleich Gesetze draus zu machen. Und da bin ich, ich gebe zu, ich bin dagegen, das Grundgesetz leichtfertig abzuschießen. Ich bin für eine angemessene Vorruhestandsregelung. Und da zähle ich mit vollem Vertrauen auf die heute junge Generation. Ja. Die jungen Leute heute, das ist doch grandios, was die machen. Die filmen sich gegenseitig bei YouTube, MySpace, beim Komasaufen, Amoklaufen, Masturbieren. Alles wird gefilmt, online gestellt, mit Name und Adresse. Also für mich ein Traum. Eine schöne Reform der aktiven Sterbehilfe fürs Grundgesetz kann ich mir gar nicht wünschen. Jetzt vergleichen Sie das mal mit den bornierten Köpfen von Anfang der 80er Jahre. Ja, Anfang der 80er Jahre, da wollten wir eine Volkszählung durchführen. Da wollten wir von den Leuten wissen, ob sie Telefon und Wohnung haben. Da haben uns die jungen Leute damals haben uns die Türen zugeschlagen vor der Nase und lassen uns nicht rein und ein Unding. Die jungen Leute heute würden uns doch die Tür nicht nur aufmachen, die würden unsere Beamten reinlassen, sich nackig vor ihnen ausziehen und singen und tanzen, in der Hoffnung, dass die einen kennen, der einen kennt, der einen kennt, der nie Dieter Bohlen kennt. Sie müssen mal eines sehen. Ja. Deutschland ist nach wie vor ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und wo der Honig ist, da sind auch die Wespen.
Das kennen Sie doch. Von Ihrem Frühstück. Frühjahr, Sommer, Sie sitzen draußen. Sie holen den Honig raus. Und was kommt? Die Wespen. Was machen sie? Sie fuchteln und werden nervös und schlagen um sich. Was machen die Wespen? Sie stechen sie und kommen in ihren Honig. Das hat doch keinen Sinn. Hier brauchen wir gezielte Schüsse gegen die Wespen. Und da kommen jetzt die jungen Neonazis aus dem Deutschen Osten ins Spiel. Die jungen Neonazis im Osten, was da passiert? Grauenhaft, schrecklich, mit nichts zu entschuldigen. Ja. Also wirklich grauenhaft. Aber es ist ja auch nicht alles falsch, was die wollen. Das Problem ist nur, die sind orientierungslos. Ja. Die sind auf der Straße in Schwerin, Hoyerswerda, Rostock oder sonst wo im Nahen Osten. Ja. Da sind die auf der Straße, da sehen die einen Neger, also einen Nigerianer, Costa Ricaner oder anderes radikal pigmentiertes Mitmenschentum. Sehen die auf der Straße, gehen da drauf los, schlagen da drauf ein und machen es nicht mal ordentlich, da muss man dann noch zusammenflicken. Ja, das ist doch kein Zustand. Aber wenn man die gezielt schult, die jungen Neonazis, wenn man denen sagt, Jungs, wenn du wieder einen Ausländer auf der Straße siehst, dann schlägst du nicht einfach drauf, sondern du lässt dir erst mal den Ausweis zeigen. Und wenn dann drin steht, Pakistan, Afghanistan, Taliban, dann leistest du aktiv deinen Beitrag gegen den internationalen Terrorismus. Wer früher stirbt, ist länger tot. Damit hat man doch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Wespe ist tot, ohne an unseren Honig gekommen zu sein. Und ohne uns gestochen zu haben. Der junge Rechtsradikale konnte einen Dienst am Vaterland tun, ohne seine Gesinnung aufgeben zu müssen. Und der Islamist hat auch was davon. Der kommt früher zu den 72 Jungfrauen. Wer früher stirbt, ist länger tot. Und wer früher tötet, ist länger am Leben. So einfach ist für mich moderne Sicherheitspolitik. Ich danke Ihnen. Also, es geht doch. Herr Priol, es geht doch. Was soll denn das jetzt? Was wir uns hier alles einfallen lassen. Bitte, ich habe doch noch das viel mehr Ideen. Das war doch erst der Anfang. Ich habe noch so viele Ideen. Man könnte noch so viel machen. Was soll das jetzt, Herr Gottmann? Ach so, Moment. Sie waren Schäuble. Ah, ja, Herr Priol, ich danke Ihnen. Sie haben mir sehr geholfen. Herzlichen Dank. Ich denke mir doch, dass das alles klappt. Das ist ja alles klar. Also, sagen Sie mal, Malmsteiner. Ich wundere mich, dass ich Sie so lange nicht gesehen habe, Malmsteiner. Wo haben Sie da eigentlich gesteckt? Waren Sie draußen vorübergehend? Ich war auf Hofgang. Wie, halbes Jahr lang? Naja, Hof ist eine große Stadt und fast 300 Kilometer weit weg. Da zieht die Schongang schon mal. So, und Sie haben alles zusammen für den Punsch? Nein, kein Punsch, ein Gewürzbild. Was? Ich arbeite, das ist Maria Furtwängler als Bambi in einem zerbombten Winterwald aus Zucker und Zimt. Das ist doch geschmacklos. Ja, das ist eben die Kunst, etwas Geschmackloses in ein Gewürzbild zu verwandeln. Herrgott, noch mal. Sie jetzt auch? Was? Ach, ja, natürlich. Das ist ja furchtbar. Ja, Weihnachten. Bastelei, ja, mein Gott. Die Weihnachtsfeier ja, sicher. Ich meine, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und überall ist plötzlich Herbstdemenz anwesend und das Volk ächzt im Würgegriff des Brauchtums. Basteln! Ich hasse das Basteln! Sie haben auch alle gebastelt, ich sehe es Ihnen an. Sie haben alle Bastelgesichter. Sie haben alle schon mal Löcher in Kastanien gebohrt und Streichhölzer reingesteckt. Und dann hat Ihnen jemand gesagt, das sei eine Kuh, richtig? Ich war erst 4 Jahre alt, aber nicht bescheuert. Ich weiß, wie eine Kuh aussieht. Riesengroß, schwarz-weiß und unten kommt Milch raus. Eine Kastanie ist eine Kastanie ist eine Kastanie. Und wenn ich da 100 Streichhölzer reinstecke, wird es immer noch kein Igel. Verstehen Sie? Herbstdemenz! Herbstdemenz! Was ist denn los mit Ihnen? Haben Sie heimlich wieder volle Kanne Susanne geguckt oder sowas? Ich muss nicht Fernsehen gucken, um die Nerven zu verlieren. Wissen Sie eigentlich, dass Herbstdemenz im November Karneval auslösend wirkt? Oder Kardinäle zu Stellungnahmen über Kultur- und Kirchenfenster anstachelt? Kardinal Meißner in Köln. Dem ist das neue Fenster seiner Kirche, in der er arbeitet, die ihm wohlgemerkt aber nicht gehört, nicht figürlich genug.
Das Fenster besteht aus 200.000 Glasquadraten. Jetzt ist das Quadrat neben dem Kreis eine der bekanntesten Figuren der Geometrie. Hätte die Kirche in ihrer Vergangenheit nicht so manchen Mathematiker öffentlich bis zur Letalität erhitzt, dann hätten diese Kenntnisse auch Herrn Meister über Umwege vielleicht erreichen können. Und bitte das offenbar Protestanten in ihrem Theater. Ich bin begeistert. Ja. Und seine Anmerkung zum Topos Kultur, diese Gesichtsfürze, das war geschmacklos, Achim. Ja, aber Meißner wäre auch nicht schlecht, also als Gewürzbild. Nee, was sehen Sie, ein Scheiterhaufen, Zimt habe ich genug. Dann noch ein paar Hühnerknöchelchen. Hühnerknochen, kleine Hühnerknochen, das wäre ein sehr schönes Motiv. Richtig. Kardinal und Karneval, geschmacklos. Karneval übrigens, der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt Fremdgehen zu schlechter Musik. Damit Sie das mal wissen. Was machen Sie denn da? Ich schmücke den Lieblingsraum der Anstaltsleitung. Ist doch bald Weihnachten und das ist dann quasi der Aufzug aus Ägypten. Nein, war nur ein Witz, war nur ein Witz, war nur ein Witz. Weihnachten ist auch so ein Brauchtumsinferno. Ich siedle in einer Familie, in der es seit Anbeginn der Zeit jeden Heiligabend Karpfen zu essen gibt. Der Karpfen ist wie eine Parkuhr oder ein Standaschenbecher. Im Prinzip nicht essbar. Man kann sich mit ihm hervorragend Hundehaare von der Schulter reiben oder die Gummistiefel nach der Gartenarbeit säubern. Er ist aber vom Höchsten nicht für den Verzehr vorgesehen. Doch das ficht meine Eltern nicht an. Jedes Jahr aufs Neue wird das entseelte Tier im Salatbett hereingetragen. Milchigen Blicks mit einer Zitronenscheibe im bebartelten Maul. Nicht wahr? Und dann nach einer Sekunde sieht's aus, als wäre der Karpfen detoniert. Nur noch der Kopf ist da und ein paar Gräten und Gewebereste. Und die Menschen haben den Blick des Tieres angenommen. Das ist nicht schön. Ich bin mittlerweile zu der betoniert zu nennenden Auffassung gelangt, dass bei uns jedes Jahr an Heiligabend derselbe Karpfen gegessen wird. Vermutlich. Bitte, vermutlich. Ich bin sogar sicher. Gibt es in der Gegend von Bochum einen kleinen Betrieb, der sich mit der Aufpolsterung bereits gegessener Karpfen ein kärgliches Zubrot verdient? Sagen Sie, wenn Sie das Ding jetzt da herrichten, was soll ich denn unserem Herrn Pyrol sagen, wenn sein Lieblingsspielzeug plötzlich abgesperrt ist? Sagen Sie ihm, der TÜV hätte ein paar Kugellagerplagiate aus China beschlagnahmt. Glück auf, Zug! Jetzt einmal ran. Hä? Dass wir da mal ein bisschen, dass wir jetzt ein bisschen vorankommen. Ja, natürlich. Ja. Was? Ach, nein. Nein, es ist nur der TÜV. Eine Routineuntersuchung. Aber es ist nichts Ernstes, Herr Priol. Ja, aber da müssen Sie doch vorher anrufen und einen Termin vereinbaren. Die können doch nicht einfach meinen Lift... Nein, beruhigen Sie. Sie haben gesagt, zur Weihnachtsfeier ist er wieder wohl auf. Ist er wohl wieder auf. Ja, Gott sei Dank, sonst wäre das... Aber da sind wir ja beim Stichwort. Ich meine, es hängt ja alles nur noch die Ferris da rum. Wie sieht es denn aus? Hier, kommen Sie voran? Mal, ich komme sehr gut voran. Nicht? Ah. Und wie sieht es bei Ihnen aus eigentlich? Meine Frage, die Bahn... das wollte ich Sie fragen. Machen Sie eigentlich auch was mit Medorn? Nein, Medorn, da streike ich. Ich habe versucht, den auf die Schienen zu legen. Es hat sofort den Schaltkreis unterbrochen. Wo wir gerade drüber reden, ist Ihnen das noch nicht aufgefallen, was für eine starke Symbolik in Ihrer kleinen Eisenbahn steckt? Da steckt ein Kurzer drin, das ist das Einzige, was ich weiß. Nein. Sehen Sie mal, so wie sie im Kreis fährt, nicht wahr? Dieser Kreislauf, das mutet mich an wie eine Parabel auf das, was in unserem Sozialstaat passiert. Oder sagen wir mal genauer, in unserer sozialen Marktwirtschaft. Jetzt diese kleine Wirtschaftslokomotive, die sich da den Berg hochmüht. Ja, da sind zu viele Wagen dran, verstehen Sie? Salonwagen, erste Klasse, zweite Klasse, Holzklasse, Trittbrettfahrer. Ja, das merke ich, als wenn sie den Berg hinauf muss, da tut sie sich euch schwer. Ja, sehen Sie? Also müssen Sie ihr helfen. Ah ja, ich könnte zweite Lok davor spannen. Nein, keine da, keine zweite Lok. Die sind alle global unterwegs. Also ein Ballonfahrer, der würde in so einer Situation Ballast abwerfen. Aha. Dann müsste ich Waggons abkuppeln. Richtig. Und wo fangen Sie damit an? Na ja, am Ende natürlich. Sehr gut, Herr Priol. Nicht wahr? Und zwar erst die Trittbrettfahrer. Ja. Und dann die Holzklasse. Also die Unterschicht. Ganz genau.
Und wenn es dann immer noch nicht reicht, wenn es steiler bergauf geht noch, dann muss die zweite Klasse ran. Mittelschicht, Mittelstand. Oh, das werden jetzt aber viel Waggons. Da haben wir gut zu tun, mein ja, Freund. Ja, aber Sie werden sehen, wenn Sie die erstmal abgekoppelt haben, probieren Sie es mal aus. Dann geht's auch richtig voran. Dann ja, kommt das Ding richtig in Fahrt. Probieren Sie mal. Ja, guck mal, jetzt saust die da aber rum. Ja. Ja. Ja, halt, Moment. Jetzt, wenn aber die Abgekoppelten auf dem Gleis stehen bleiben, dann knallt doch mal Wirtschaftslok in ihrem Kreislauf von hinne voll de Witt. Stimmt. Ah, nein, passen Sie auf. Da müssen natürlich jetzt die Abgehängten selber ran. Darf ich mal? Ja, bitte. Also, die Abgehängten müssen eigenständig dafür sorgen, dass sie auf das Abstellgleis kommen, damit es nicht zu einer Kollision kommt. Es sei denn natürlich, sie wollen den Zusammenstoß. Nein, nein, das hält die Holzklasse nicht aus. Das heißt also, guck mal, jetzt fährt's aber schön darum. Ja. Das heißt also, wenn die Abgehängten drauf bestehen, unbedingt auf dem Hauptgleis bleiben zu wollen, dann sind sie selber dran schuld, wenn sie zermalmt werden. Richtig. Sinngemäß. Sinngemäß. Das ist eine Metapher. Hier. Oh nein, nicht der. Oh, genau bitte, der. Nicht den. Nein, nicht den. Wie Sie das rausgearbeitet haben. Oh. Herr Priol, Sie sind auf des Pudels Kern gestoßen. Sinngemäß. Gemäß Professor Sinn vom Münchner IFO-Institut ist es exakt so, wie Sie eben gesagt haben. Was, dass die Abgehängten an ihrem Schicksal selber schuld sind? Ganz genau. Auf die Frage, ob er mit dem Begriff abgehängtes Prekariat etwas anfangen kann, hat Sinn gesagt, ja, es gibt in Deutschland eine Unterschicht, aber die hat der Sozialstaat selbst hervorgebracht. Sinngemäß? Nein, wirklich. Ja, ja, der Mann kennt sich aus. Er hat gestern zu den sozialen Unruhen in Frankreich analytisch brilliert, hat gesagt, weil der Mindestlohn in Frankreich die Jugendlichen in die Arbeitslosigkeit treibt, haben sie nichts zu tun und deshalb zünden die dann da die Schulbusse an. Ach was? Ja, sagt der Professor. Donnerlittchen, da muss man erst mal drauf kommen auf sowas. Ja, bei dem Depp wundert mich schon längst nichts mehr. Ja. Ne, sieht er immer so ein bisschen aus wie Captain Ahab. Ne, jedes Mal. Ja, stimmt. Richtig. Und jedes Mal, wenn der wieder was vom Stapel lässt, weiß ich, wann kommt endlich Moby Dick vorbei und nimmt dich mit auf einen kleinen Tauchgang? Ja, schön. Na, der hat, wissen Sie. Ja, schön. Das ist eine schöne Idee. Wissen Sie, wer laut. Wissen Sie, wer laut Sinn schuld war an den ganzen Schweinereien bei Siemens und VW, an den Korruptionsfällen in der Wirtschaft? Ja, da brauche ich keinen Sinn dazu. Nicht wahr? Natürlich da die Clique im Salonwagen, nicht wahr? Die unsere Sozialpartnerschaft, unser Erfolgsmodell einer Sozialpartnerschaft in Grund und Boden tanzt. Nein, wir müssen da was in die Luft jagen. Die können da überhaupt nichts dafür. All diese Fälle haben auch mit der starken Arbeitnehmerschaft und der Mitbestimmung im Land zu tun, sagt Captain Ahab. Sinngemäß. Nein, wörtlich. Ja, ist klar eigentlich, nicht wahr? Logisch. Früher, als es noch Sklaven gab, nicht als als dem Unternehmer ja der Arbeiter noch gehört hat, nicht wahr? Wo man für die Betriebsräte keine Huren besorgen musste, um sie bei Laune zu halten, nicht wahr? Da war alles anders, da war alles besser. Wir sollten da was machen. Kommen Sie, wir überlegen uns was wir da in die Luft jagen können. Nein, jetzt wandeln Sie Ihr ganze überschüssige Energie mal ein bisschen kreativ um. Gehen Sie wieder zu Ihren Gewürzbildern. Ach, das ist doch langweilig. Basteln Sie uns einen schönen Salonwagen, das Gleisbett machen Sie aus Backpulver und wenn Sie da dann genug Ameisen drauflegen, dann macht's da bitte in der Ober richtig puff. Ach was, dann explodieren die Ameisen? Das ist ja toll. Man unterschätzt sie manchmal. Respekt. Das ist ein interessanter Aspekt. Und für seinen Autoreisezug weiß ich auch was. Da nehme ich den Grillanzünder vom Sommerfest. Das klappt auch. Also manchmal muss ich ehrlich sagen, manchmal verblüfft er mich mit seiner Schotterlyrik. Aber dass er sich immer so aufregt, das muss doch eigentlich gar nicht sein. Na, weil es ist doch alles im Grunde genommen, das haben uns doch auf ihren Parteitagen die großen Volksparteien ins Hirn gesemmelt. Alles ist viel besser, als wir es zu fühlen bereit sind. Die SPD war von ihrem Grundsatzprogramm so berauscht, dass sie sogar jetzt vor Weihnachten als Hörbuch rausgebracht hat. Böse Zungen haben gleich gesagt, von Blinden für Blinde. Na, aber das ist noch nicht das Ende. Nein, das Schönste ist, gelesen von Wolfgang Thierse. Wenn du das im Auto reinschiebst, da kriegt der Begriff Sekundenschlaf aber auch eine ganz andere Dimension. Na, jetzt bin ich mal gespannt, in welcher Form uns die CDU mit ihrem
Grundsatzprogramm beglücken wird. Ne, vielleicht gesungen von der großen Vorsitzenden, ich weiß es nicht. Aber es war ein Riesenevent. War schon allein mal die erste große Gastrede von Erwin Huber. Ne, ich meine, wir haben alle gewusst, Edmund Stoiber hinterlässt eine Lücke, die ist so klein. Da passt niemand mehr durch. Der Huber hat's geschafft. Der ging da vor, wir müssen aufpassen und es verhindern, dass der Sozialismus über die Hintertür der Linken oder in der Maske des Biedermanns Beck all das zerstört, was wir erreicht haben. Ich habe ja immer gedacht, ohne Schabing geht nichts mehr. Ne? Aber der Huber hat es geschafft. Er hat es geschafft. Erwin war auf seinem ersten großen Auslandseinsatz in Afghanistan. Keiner hat gewusst, was will er da. Er selber am allerwenigsten. Na, der ist da rumgeschaut. Es ist nichts passiert, weil selbst die Taliban gesagt haben, ne, komm, das ist, nein, das brauchen wir nicht. Aber ich war ja noch bei dem CDU-Partei da. Und da war Ronald Pofalla. Pofalla, Pofalla, Pofalla. Der war so stolz, dass ihm da zwei Tage vorher noch der passende Slogan eingefallen ist. Ganz originell, die Mitte. Und an dem Begriff, die Mitte, da konnte sich es Angela gar nicht satt hören und sehen und reden. Hier ist die Mitte. Mitte, 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 35 Mal in einer Rede Mitte. Und das Maß der Mitte ist das Mittelmaß. Aber unsere rhetorische Hochbegabung hat gleich erkannt, da wo wir sind, ist die Mitte. Und da wo die Mitte ist, sind wir. Der Dicke hätte es noch knapper formuliert. Die Mitte bin ich. Sind Sie jetzt soweit? Ja. Schön, das ist ja wunderbar. Gut, ich kann jetzt loslegen. Ja. Nur, ich habe eine Bitte, dass Sie sich um den Typen kümmern, auf dem Gang steht herum. Der hat diese Lederhand und da würde ich einfach mal einen Pilzabstrich machen. Also, ja. Da wimmert es, da wummelt es ganz ordentlich. Seit Sie da sind, zwickt es bei mir auch so komisch. Sie ist zwickt und zwackt und ab und zu zieht es dann noch. Da kümmern Sie sich auch direkt. Vor einer halben Stunde hatte ich noch gar nichts. Genau. Seit die Alte da ist, fühle ich mich reif für die Abdeckerei. So. Meine Damen und Herren, jetzt mal zu Ihnen. Ich würde ganz gerne einfach eine ganz normale Vorsichtsmaßnahme erstmal ergreifen, ja? Es geht jetzt mir um mich. Das ist mir ein bisschen heikel. Ich kenne Sie nicht, ich weiß Ihren Pflegezustand. Sie können schon gar nicht mehr laufen. Wissen Sie, tun Sie es einfach für mich. Es ist auch, ich habe oft starken Husten ganz plötzlich, ja? Dann ist das für Sie auch sicherer. Sehen Sie, sind ja völlig geschwächt. Sie können sich das ja gar nicht selber abholen. Ist ja gut, dass ich noch laufen kann. So, meine Damen und Herren, ich merke die ganze Zeit so eine leichte Albernheit hier im Raum, ne, wenn es um Hypochonder geht. Dankeschön. Das ist einer, der es wirklich ernst nimmt. Nein, jetzt, ich muss das Ihnen ganz ehrlich sagen, weil wenn es um Hypochonder geht, alle so in leichter Lachstimmung. Mensch, und die Stratmann ist jetzt auch eine Anstellerin und so. Ich sag Ihnen jetzt mal was ganz Unangenehmes. Sie hängen in der Geschichte ganz tief mit drin. Ja? Sie sitzen da auf diesem Stuhl, haben sich eben einfach draufgesetzt. Hätte ich mich nicht draufgesetzt auf den Stuhl. Das ist jetzt hier so ein, das ist so ein Lederstoff, Alpaka, sonst was Bezug. Der hat unglaublich viele Schadstoffe. Mit der Körperwärme, die Sie da draufsetzen, entwickelt der jetzt einen schönen Cocktail. Das zieht in Ihre Poren rein, das ist eine dünne Baumwollhose. Und dann geht das natürlich voll auf die Knochen. Irgendwann merken Sie, in ein paar Monaten merken Sie, oh, ich kann irgendwie mein Knochengerüst, das trägt mich gar nicht mehr richtig. Dann sagt der Arzt, Mann, oh Mann, oh Mann, das ist ein total poröser Hintern. Was ist denn da passiert? Sie werden da nicht mehr lange drauf sitzen können. Das nächste ist liegen für Sie. So, und Sie stellen ja den Zusammenhang gar nicht mehr her, dass das heute Abend der Stuhl war, der Ihnen das Gesäß kaputt gemacht hat. Ne? Und ich hätte mich da gar nicht drauf gesetzt. Ein Hypochonder weiß sowas. Der macht das nicht. Der setzt sich nicht einfach auf so einen Stuhl drauf. So, Leute, wer hat von Ihnen aktuell einen Schnupfen? Aha, auch eine ganze Menge.
So, dann seien Sie mal froh, wenn ich Ihnen jetzt Folgendes sage. Wenn Sie schneuzen, absolute Vorsicht, aber wirklich Vorsicht. Wenn Sie jetzt so feste in das Ding hier reinrotzen, dass Ihnen die Augenhöhle platzt, da haben Sie nichts von Ihnen, läuft alles ins Auge rein. Wenn Sie dann heulen müssen, haben Sie eine Riesensauerei. Nächster Punkt, nicht immer den Ärzten so blind vertrauen. Herzattacken, ich weiß, die kommen spontan, man kann sie schlecht timen, aber packen Sie sie irgendwie in die Dienstzeit der Chirurgen rein. Zwischen 8 und 18 Uhr, da tun die es noch. Vor 8 und 18 Uhr, die haben auch dann keinen Bock, ja? Die haben die arbeiten sich dumm und dusselig. Und wenn sie da morgens um 6.10 Uhr mit einer Herzattacke kommen, ich sag's Ihnen nur jetzt, dass Sie es wissen, wenn es drauf ankommt. Wenn Sie eine OP hatten, ja, sobald Sie wieder stehen können, rauf auf die Waage, einmal schauen, wenn Sie mehr wiegen, hat irgendeiner was innen drin liegen lassen. So. Ich meine, das ist schon... Sie sind ja dann gerade noch da, dann können die denselben Schnitt noch mal aufmachen, das Zeug rausholen, dann wieder zumachen. Das ist nicht so doll, wie wenn sie Wochen später. Deswegen sage ich Ihnen das heute. Worauf Sie auch bitte achten, ist Folgendes. Wenn Sie jetzt so ein Pechvogel sind, der eine Amputation bevorstehen hat, markieren Sie das entsprechende Glied. Und dann ist... Ja, Leute, Ärzte sind auch keine Götter. Rechts-Links-Schwäche, warum sollen die das nicht auch machen? Hat eine britische Studie ergeben, das ist bei denen sogar... Weil die halt oft, die müssen ja wirklich viel zu viel arbeiten. Und dann haben die das Problem, dass die nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Apropos vorne und hinten, da haben sie gerne mal ein Gesäß am Bauch. Dann so, alles klar. Nächste Frage, wie verhalten Sie sich im Hotel? Ja, nach einem anstrengenden Tag abends schnell Zähne putzen, einfach nur noch aufs Kissen und so weiter. Ich sag, stopp, den Kopf nicht ablegen. Ich sag Ihnen jetzt mal, wie ich das mittlerweile mache. Ich schlafe in Hotels grundsätzlich im Stehen, wegen der Kissen. Sie müssen sich Folgendes vorstellen, der Vorschläfer aus dem Zimmer, ja, den Sie ja gar nicht persönlich kennengelernt hat, der hat Ihnen ein Kissen hinterlassen, was eventuell auch noch ein bisschen warm ist. Und der hat ja nachts auf dem Kissen auch geschlafen und hat jetzt da ordentlich drauf gelüllt. Dafür, nee, gar nicht, haha, das machen wir alle. Man muss dafür gar keinen offenen Rachen haben. Das passiert jedem Mal, ist nämlich ein Zeichen für sehr entspannten Schlaf. Ja, dann lüllt's da raus. Kann man sich eigentlich drüber freuen. Nur wäre halt schön, wenn immer nur derselbe drauf lüllt, also ich. Und jetzt kein Fremder. Ist mir persönlich lieber. So, oder wenn derjenige jetzt eine Bindehautentzündung hat, ist ganz blöd, der merkt das nicht, der meint es ja auch gar nicht böse. Es suppt aus dem Auge, ununterbrochen aus. Und das ist eine sehr ansteckende Sache. Also Bindehautentzündung ist richtig ansteckend. Und kriegen Sie ganz, manche, das wird ja oft chronisch, ist eine fiese Sache. So, meine Damen und Herren, jetzt wissen Sie in einer wirklich ganz straffen Abhandlung, wie, in welcher Situation wir uns alle miteinander befinden. Wie lösen wir das jetzt? Gar nicht. Das ist ja das Problem. Ich sage Ihnen jetzt eins. Von Hypochondern lernen heißt siegen lernen. Merken Sie sich bitte ab sofort Folgendes. Passen Sie unheimlich auf. Fassen Sie nichts an. Lassen Sie sich von keinem anquatschen. Gehen Sie nirgendwo hin. Und schlafen Sie genug. Das wünscht Ihnen Ihre Cordula Stratmann. Wer hat denn meinen Basteltisch weggeräumt? Da hat doch irgend... Entschuldigung, haben Sie meinen Basteltisch weggeräumt? Nee. Aber das ist doch Ihr Kram. Ja, was gibt es jetzt? Ja, wegen Probe. Wegen Probe schon wieder, ja. Mhm. Ja, können Sie es zügig halten? Einfach die Musik zügig hintereinander weg? Nicht? Ja. Wir haben noch ein paar wichtige Sachen, aber nur das Nötigste, ja? Also nur ja. Das, was Sie auch dann morgen spielen werden. Nicht, dass Sie da noch verjuxen oder so. Sie hat mich gar nicht froh. Wie ist denn vom Sound? Geht? Ich frage bloß, nicht, dass hinterher das Geschrei groß ist. Wisst ihr, gehen Sie heim und sagen, gut, von der Deko her, aber Band war scheiße. Ha!
ha. Check, ha. Fo, fo. Ze, ze. Ha. Auf der Bühne ist ein bisschen dünner, wa? Guck mal, wo du hier spielst, wa? Naja, kannst du eben nicht aussuchen. Nee. Ist lustig, wa, wo sie dich manchmal hinschicken? Naja, müssen selber wissen. Ich funk mal einen Techniker an. Ja. Wie hieß der Techniker? Der mit dem brutalen Gesicht? Mit dem ebermäßigen Tong? Ja. Frank? Nee, Frank, nee. Aber was Nordisches war's auch. Angelo. Angelo. Ich funk den mal an. Ja. Ach du Scheiße. Was denn? Kein Netz. Ist aber klar, wenn du in so einem Loch spielst. Ah, jetzt. Zwei Balken. Hä? Ich hatte nie auf Outbound gestellt. So. Kannst du deine Rübe ein bisschen rübernehmen? So. Ja, so. Dass ich durchkomme. Das ist Richtfunk. Sehen, ob er da ist. QRZ Deckhengst 09. Deckhengst 09 QRZ. Angelo, altes Sachbuch. Wenn du mich hören kannst, wir sind hier auf der Bühne. Die zwei, das sind wir. Vielleicht kannst du bei den Monitor wegen bitte bei den unteren Mitten noch ein bisschen anheben. Das wäre gut. Over. Ganz schlecht, ich kann die nicht hören, ich verstehe nicht. Vorne, stehe sie noch mit Bier. Grüß Bier, sehen wir mal, jetzt Bier, stehe nicht. Das ist ein Bier, ein Erdinger Weißbier. Und ich geh ganz kaufen, so. Und ich geh kaufen, das sind Bier, die sind Tote. Was? Bitte kommen. Mayday, Mayday. Dann lass. Eigentlich ein umgänglicher Typ, war. Ja, ein bisschen einfach. Filz Biburg. Aber sowas muss klappen. Ja. Finde ich. Das machen die wahrscheinlich mit Absicht. Wie? Dienstagabend trifft sich hier die ganze Belegschaft, laden die sich in eine Band ein, aus dem Osten, zum Auseinandernehmen. Da holen die sich mental ihren Solidarbeitrag zurück. Das macht mich wütend. Ich habe ein Orbitalmikrofon. Was hast du? Der Hänge-Thomas ist die Sonne. Ja. Und die Kapsel vom SM58 ist die Erde. Als Modell. Klar. Schon März. Soll ich mal Adventszeit machen? Ja. Muss ich selber feixen. So, was wird denn das, wenn es fertig ist? Ihr solltet da proben für die Weihnachtsfeier. Wir sind durch. Ich könnte höchstens noch eine Clownsnummer machen. Ein bisschen zur Auflockerung. Soll ich? Jetzt aber ganz schnell da. Aber ganz kurz, das Zeug schnappt mir raus. Ich glaube, ich bin, wo sind wir dann hier? Meine Mutter verrückt, das ist unglaublich. Fast hätte ich es geschafft, dass ich mich noch aufrege. So kurz vorm Jahresende, wir wollen ja besinnlich sein. Und es ist ja der Jahresausklang geht ja toll mit einer Nachricht, die uns alle, ihr Kinderlein, kommet.
Die Geburtenrate in Deutschland ist gestiegen. Gut, da waren ein paar Zufallswürfe von der Fußball-WM dabei. Na, aber ansonsten, es geht nach. Und da muss ich sagen, auf einen Wurf bin ich ganz besonders stolz, weil der von meiner Heimat Aschaffenburg, Aschebensch, ne, was scheinbar eine sehr fruchtbare Gegend zu sein scheint, wie wir wissen, seit ein paar Wochen, da hat kaum vergisst das mal, eine Rentnerin die Pille zu nehmen. Ne? Batsch. Schwanger. Mit 64, gut, es wird schon ein bisschen aus dem Reagenzglas nachgeholfen, ne? In vitro veritas. Na, aber war doof. War blöd, danach, die saß der Klinik raus und dann kamen die Freundinnen zum Kaffeekränzen und haben gesagt, ja, jetzt zeichnen Sie mal die schöne Puppelchen. Wo ist es denn? Wo ist es denn, die süße kleine Puppelchen? Wo hast du sie hin, die schöne kleine? Wo ist es denn? Wo ist es? Stunden und nichts passiert. Stundenlang nur geschnattert. Ja, aber es ist aber langsam mal Zeit. Wo ist es denn jetzt, die süße? Psst, jetzt seid halt mal ruhig. Ich muss hören, ob es schreit, damit ich es finde. Ich weiß doch nicht mehr, wo ich es abgelegt habe. Ne? Ich habe mir auch gedacht, der war vielleicht, ne, vielleicht hat sich. Ich habe mir nur gedacht, vielleicht hat sich ja die Natur doch irgendwas dabei gedacht, dass man ab einem gewissen Alter, jetzt, wenn die Wissenschaft so weitermacht, ne, musst du dich irgendwann fragen, ab einem gewissen Alter, was mache ich jetzt? Gehe ich zu Dignitas oder in den Kreissaal? Aber. Es ist auch ein schönes Modell für die Privatvorsorge für später, ne, für die Rente, weil die kriegt jetzt beides. Rente und Kindergeld. Da ist noch nicht einmal. Da ist noch nicht einmal der Riester drauf gekommen auf sowas. Ne? Aber ansonsten war es ja in diesem Jahr mit Kindern im Land eher. Naja, da ist sogar die Politik mal drauf gekommen, dass was nicht stimmt, nachdem sie ja bald im Stundentakt erstickt worden sind oder verhungert sind. Na, und da gab es dann auch kritische Fragen an unsere tolle Familienministerin, unsere dauersüßholzraspelnde Ursula von der Leyen, die sich immer wie festgetackert durch die Landschaft grinst. Na, und gesagt, ja, wird jetzt mal hier konkret gehandelt? Passiert mal was? Pflichtuntersuchungen? Irgendwas? Oh, das hat sie aber gleich abgebügelt. Nein, also leider kann sie da nichts machen, weil da sind dem Bund die Hände gebunden, weil Föderalismusreform. Das ist doch Blödsinn. Da, wo der Staat endlich mal ein Feld hätte, wo er eingreifen müsste, da macht er nichts. Aber da, wo er sich raushalten soll, gängelt er uns und schmeißt uns Knüppel zwischen die Beine, dass es nur so kracht. Aber von Anfang an war sie mit ihrer Kanzlerin d'accord. Hat gesagt, ja, sie setzen hier voll auf die Kultur des Hinsehens. Da haben die Jugendämter natürlich schon gesagt, was soll denn, wenn noch mehr Fälle gemeldet werden? Wir haben doch jetzt schon gar Personal, weil in keinem Bereich in den letzten Jahren so zusammengestrichen worden ist wie beim Kinder- und Jugendschutz. Na, dazu hast du von den beiden nichts gehört. Da waren sie schon wieder beim Fotoshooting. Und zu wem er zu diesen ganzen Dramen überhaupt nichts gehört hat, war die Kirche nichts. Kam da irgendein Statement? Da kam gar, aber gut, da ging es halt auch nicht um den Schutz des ungeborenen Lebens. Ne, weil wenn so ein Kind erst mal rausgeflutscht ist, dann interessiert es die Kirche ja nicht mehr. Ne? Später noch mal kurz, wenn es Ministrant wird. Aber sonst dann ist es vorbei. Ne? Ich glaube, wir sollten das etwas differenzierter betrachten. Gerade am Ende eines solchen Jahres, wo das so hochgekocht ist mit den Religionen. Oh ja, da war einiges. Das war ja so richtig Rallye. Ne, welche Religion ist die bessere und welche passt zu mir? Das war wie mit den Handytarifen. Ja, gut. Also sagen wir mal verworrener. Denken Sie mal dran. Ratzinger kam zur Stippvisite nach Österreich. Zeitgleich fast hat Osama Bin Laden per Tonband die Amerikaner aufgefordert, kollektiv zum Islam zu konvertieren. Ja, wo soll das? Die sind doch so schon aggressiv genug. Ja, eben, da kann man doch mal mahnend den Zeigefinger heben. Ja, die westliche Welt ist orientierungslos. Ja, eben, da hat doch, sagen wir mal, Osama hat nichts grundsätzlich Falsches gesagt. Nein, wenn es gewesen wäre, das war er nicht, das war der Benedikt. Sieh an. Der alte Schlaumeier, will er sich beliebt machen, was? Ja, denn der Kapitalismus ist fürchterlicher als das Mittelalter. Ja gut, im Mittelalter kennt sich Ratzinger aus. Ja, das war jetzt wieder nicht ganz, weil das war jetzt wieder vom Tonband vom Osama. Sagen Sie, worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Der Verzicht auf Geld, Sex und Macht bedeutet auch eine Absage an Eigensinn und Selbstverliebtheit. Das ist knifflig jetzt. Ja, ne? War es vom Ben oder vom Bin? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wäre ich Robert Lemke, würde ich jetzt Folgendes ihn aus mir sprechen lassen. Ich lege jetzt das Fünferl auf das Schweinderl. Ja. Wäre ich Quido, der Ratefuchs, würde ich jetzt sagen, gehe ich recht in der Annahme, dass es einer von beiden war. Ja,
Und es geht weiter mit der Anneliese. Das westliche Wertesystem hat versagt, die Menschen vor Gier und Geiz der großen Konzerne zu schützen. Anneliese kommt nicht drauf. Danke, dann ist das Schweinderl voll. Ja, 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 bitte, jetzt sagen Sie es mir. Es waren beide, ungefähr zeitgleich. Der eine in Österreich, der andere auf dem Tonband. Beide? Mit gleichen Worten das gleiche System kritisiert. Was will uns das sagen? Und was macht Osama mit einem Schweinderl? Das müssen Sie den Dalai Lama fragen. Ich werde, wenn ich ehrlich sein soll, werde ich überhaupt niemanden mehr fragen. Mir reicht das, wissen Sie? Wo man hinguckt, ich war religiöse Fundamentalisten. Es muss doch irgendwo zwischen demutsvollem im Gebet versinken und hysterischem Blut muss fließen, muss doch noch einen Platz geben für halbwegs vernunftorientierte Antworten. Stattdessen, was kommt, nicht wahr? Nichts als religiöser Schwachsinn breitet sich aus. Die hessische Kultusministerin Wolf beispielsweise möchte jetzt im Biologieunterricht behandeln, dass Himmel und Erde in 6 Tagen erschaffen wurden, inklusive allem, was da kreucht und fleucht. Der Arbeitsbeginn soll der 23. Oktober 4004 vor Christus gewesen sein. Da muss man sich doch nicht wundern, wenn hessische Kinder nicht mehr bei PISA mitmachen dürfen. Nicht? Ja, hat sie gesagt. Ich war Frau Wolf und ihr niedersächsischer Unionskollege, der auch zufälligerweise kurz vor Landtagswahlen steht, lassen ihre Schulkinder nur noch zu deutsch-nationalen Schulvergleichen. Wahrscheinlich damit die Massenproduktion von PISA-Krüppeln nicht aktenkundig wird. Dabei hatten sie am Anfang noch, waren sie noch ganz begeistert, nicht? Siegestrunken haben sie dramatische Fortschritte bei PISA herausgelesen, bis ihnen ein Erstsemesterstudent erklärt hat, dass die ganzen riesigen Fortschritte nüchtern betrachtet eher zufällig gewesen sind. Im Gegensatz übrigens zu den Leukämiekindern, deren Qual nicht dem Zufall zu verdanken ist, sondern der Tatsache, dass sie in unmittelbarer Nähe eines unserer zukunftsträchtigen deutschen Atomkraftwerke aufgewachsen ist. Was aber nicht so schlimm ist, nicht? Da machen wir einfach noch eine Leukämie-Gala mehr. Nicht? Um die brauchen ja nicht dauernd die Ursachen zu erforschen, eliminieren, machen eine Wohltätigkeitsgala. Übrigens, weil wir gerade dabei sind, auch nicht zufällig war folgendes PISA-Ergebnis. Wenn am Ende der 4. Klasse bei gleicher Leistung eine Schulempfehlung ausgesprochen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Akademikerkind eine Gymnasialempfehlung bekommt, 3-mal so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass dieselbe Empfehlung an ein Unterschiedskind ausgesprochen wird, obwohl die Leistungen beider Kinder gleich sind. Das ist doch eine weltweit einzigartige Selektionsrampe in unserem dreigliedrigen Schulsystem. Nicht? Sie müssen mir sagen, wenn Sie vom Gerechtigkeitsthema nichts mehr hören wollen, ich kann Ihnen auch was anderes erzählen. Die gutbürgerliche Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung beispielsweise befürchtet, dass die Einkommensschere in Deutschland noch weiter auseinandergehen wird. Und zwar nicht zwischen intelligenten und weniger intelligenten Schulabgängern, sondern zwischen Akademikerkindern und Kindern von Arbeitern und kleinen Angestellten. Das führt, sorgt sich die Frankfurter Allgemeine dazu, dass in leitende Positionen Menschen kommen, die zwar formal die Qualifikation erfüllen, aber eigentlich vollkommen überfordert sind. Das fordert wohlgemerkt der Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen, fördert das als Problem, dem man sich annehmen muss. Dämmert Ihnen da ein wenig etwas von einem überfälligen, zufälligen Zusammenhang zwischen unseren inkompetenten Führungsfiguren in deutschen Banken, Unternehmen und Parteien einerseits und unserem deutschen Schulsystem andererseits? In allen preisgekrönten Schulen Deutschlands werden die Oberschichtblagen mit den Schmuddelkindern zusammengebracht, spielen und lernen mit ihnen zusammen, mit Migrantenkindern und mit Behinderten. Und dann kommt Frau Annette Schawan als Krönung der Heuchelei, mischt sich unter die Preisträger, obwohl genau sie tagtäglich mit aller Energie daran arbeitet, dass dieses marode, dreigliedrige Schulsystem erhalten bleibt, während in ihrem Heimatland, in Baden-Württemberg, über 400 Rektoren trotz Androhung von Disziplinarstrafen energisch die Auflösung ihrer eigenen Hauptschulen fordern. In der Zeit kriegt übrigens ein Hartz-IV-Kind 1,76 Euro für Kultur und Bildung im Monat. Davon können Sie dem hoffnungslosen Sprössling 3 Minuten Flötentöne beibringen in der Musikschule oder 10 Minuten Nachhilfe. Vielleicht legt er aber auch seine 86 Cent, die er für Spielzeug im Monat kriegt, auf die hohe Kante und kauft sich zu Weihnachten einen Wurfstern zum Christfest. Wenn er rauskriegt und er Erfahrung kriegt, dass in Deutschland ein Durchschnittskind für 450 Euro Weihnachtsgeschenke bekommt. Aber genau an dieser Stelle, meine Damen und Herren, gibt es eine frohe Botschaft. Das Weihnachtsgeschäft ist rückläufig. Halleluja! Ein Haufen Mist und überflüssigen Dreck wird in den Regalen bleiben. Großartig. Wahrscheinlich allerdings nicht aus Einsicht, sondern wahrscheinlich eher aus Not oder aus Zukunftsangst. Aber immerhin,
einem nackten Neger kann man nicht in die Tasche greifen, hat man früher bei uns gesagt. Und wir züchten jetzt eben weiße Neger. Ein neues Kapitel der Schöpfungsgeschichte, wenn Sie so möchten. Und wenn diese weißen Neger sich dann irgendwann einen Häuptling suchen, dann hat der als Amulett vielleicht ein Kreuz, aber eins mit Haken und Ösen. Schönes Bild. Ein Kreuz mit Haken und Ösen. Gefällt mir sehr gut. Sollte ich mir merken. Sowieso. Ich sollte überhaupt das sollte ich zur Weihnachtsfeier machen. Ich werde diese blöden Gewürzbilder werde ich in den Glühwein werfen und dann werde ich morgen zur Feier werde ich etwas vortragen. Und zwar diesen Text. Nein, ich weiß noch besser. Hier, ich werde von hier um. Malmsheimer soll mir eine kleine Kanzel bauen. Hier. Und dann wird er das illuminieren und dann werde ich aus der Bibel vortragen. Ich nehme Jakobus. Jakobus Kapitel 5. Und nun, ihr Reichen, weinet und heulet wegen des Elends, das euch erwartet. Denn der Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgeerntet haben, um die ihr sie betrogen habt, den ihr ihnen vorenthalten habt, der Lohn der Arbeiter schreit und der Schrei der Schnitter hat die Ohren des Herrn erreicht. Großartig. Malmsheimer, wir müssen sofort reden. Nein, 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 wir müssen gar nichts. Wir müssen gar nichts. Wir müssen nichts. Müssen wir. Wir müssen jetzt die Bescherung proben. So ein Blödsinn müssen wir gar nichts machen. So, Moment, ein bisschen. Wir müssen die Bescherung jetzt erstmal proben. So einfach geht es gar nicht. Da muss überhaupt niemand geredet. Nein, die Bescherung muss geprobt werden. Das ist ganz wichtig. Ja, Herr Urban, Dr. Priol. Wir haben für Sie eine kleine Überraschung vorbereitet. Ihr, für mich, ja. Kann ich mir schon vorstellen, was das sein wird. Für mich? Für Sie. Darf ich? Meister, ist das schön. Ich weiß nicht, was ich sage. Ich könnte Stunden hier sitzen bleiben. Ja, das ist überhaupt kein Problem, Herr Priol. Deswegen haben wir es ja gemacht. Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Mit besinnlichen Gedanken zum Weihnachtsfest. Wir hatten bei uns als Gäste. Heute waren unsere Gäste Florian Schröder, Zärtlichkeiten mit Freunden, Cordula Stratmann, Dieter Hildebrand und Jochen Malmsheimer. Die nächste Anstalt kommt für Sie wieder im neuen Jahr, am 29. Januar 2008, wie immer, 22:15 Uhr, direkt live nach dem Heute-Journal. Ja.